Es geht immer ums Töten. Je brutaler, je realistischer, desto besser. Computerspiele und vor allem sogenannte Killerspiele gehören inzwischen zum normalen Freizeitprogramm von Jugendlichen. Die Wirkung dieser Spiele ist umstritten. Die meisten Spieler behaupten, wenn man da jemanden abknallt, zersägt oder vergewaltigt, hätte das ja nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Wer diese brutalen Killerspiele allerdings das erste Mal sieht, fragt sich schon, warum sowas. Thomas Berndt und Sonja Meyer sind dieser Frage nachgegangen. Sturmgewehr und Handgranaten, Menschen abknallen als Feierabendspaß, Hildesheim Innenstadt. Nazis gegen Amerikaner auf Originalschlachtfeldern des Zweiten Weltkriegs. Das Ganze virtuell im Internet. Call of Duty übersetzt Einsatzbefehl, so heißt dieses Killerspiel. Das Ziel, möglichst viele Menschen töten, je blutiger, desto besser. Das Faszinierende daran ist, dass es sieht mittlerweile im Computer schon fast genauso aus wie in echt. Ich habe in echt noch nicht so viel Blut gesehen, so viel, aber es ist ein guter Nebeneffekt und das macht das Spiel einfach auch mehr spaßiger. Bei uns denkt keiner darüber nach, der könnte jetzt in meinem Hinterkopf sehen, es ist ein Nazi oder das ist ein Russe oder ein Amerikaner, sondern es geht wirklich nur um das reine Kämpfen, das eine Team gegen das andere Team. Wie beim Fußball, bloß dass es halt ein bisschen brutaler ist, ist es ja nun mal wirklich auch. Hitlers Krieg als Killerspiel, gedankenlos und scheinbar unpolitisch. Die Gefährdung von Call of Duty geht über die normale Gefährdung eines Killerspiels eindeutig hinaus. Warum? Dort wird eigentlich der Zweite Weltkrieg verharmlost. Das heißt, die Slogans dieser Kriegsgeneration werden wieder in dem Spiel aktiv. Es geht wieder um die Tommies, es geht wieder um die Krauts, es geht wieder um das gegenseitige Töten. Die Call-of-Duty-Szene hat Bert Weingarten monatelang im Netz beobachtet. Seine Bilanz, allein in Deutschland sind täglich über 20.000 Kämpfer im Fronteinsatz. Familienväter, Schüler, Nazis. Wer will, kann das Killerspiel problemlos noch auffrisieren, wenn auch illegal. Man kann das Spiel durch eine Vielzahl von kostenlosen Modifikationen erweitern, die man dann über Internet einfach herunterladen kann. Das kann jeder machen in Deutschland. Das bedeutet, dass Sie dieses Spiel zum Beispiel mit verfassungsfeindlichen Symbolen bestücken können, wie die SS-Runen, aber auch das Hakenkreuz. Why are you disrespecting me? Hinrichten, quälen, morden. Insgesamt 1,5 Millionen spielen in Deutschland sogenannte Ego-Shooter, Killerspiele. Und was es nicht an der Ladentheke zu kaufen gibt, holen sich selbst Kinder problemlos auf dem Internet. Wie dieses Spiel, wer hier möglichst viele Frauen vergewaltigt, gewinnt. Die Internetfahnder des Bayerischen Landeskriminalamts. Killerspiele, selbst brutalste, haben sie hier regelmäßig auf dem Schirm. Die Ermittlungen allerdings laufen meist ins Leere. Kaum ein Spiel konnte bundesweit bislang verboten werden. Der Grund? Das aktive virtuelle Morden und das makabere Spielziel, möglichst viele Menschen zu töten, reichen nicht für ein Verbot, beklagen Fahnder. Denn der zuständige Paragraph 131 stellt nur die reine Darstellung von Gewalttätigkeiten gegen Menschen unter Strafe. Reale Bilder werden dabei von Gerichten eher verboten als künstliche Computerszenen. Bei Computerspielen, speziell bei diesen Killerspielen, geht es eben nicht so sehr oder sogar erst in zweiter Linie um die Darstellung, um besonders grausame Darstellungen, sondern es geht um das aktive Handeln der Personen. Also ich sehe nicht nur zu, wie eine Person beispielsweise mit einer Kettensäge zerstückelt wird, wie bei einem Video, sondern ich bin derjenige, der gegen diese Person, gegen eine andere Person mit Gewalt tätig wird. Und das ist das eigentlich Entscheidende. Und dem wird der bisherige Paragraph 131 zumindest aus unserer Sicht nicht gerecht. Dieser Paragraph, Streitpunkt auch im Berliner Bundesrat vor wenigen Tagen. Bayern und Niedersachsen fordern, das Gesetz explizit auf Killerspiele zu erweitern. Nur so könne man sie tatsächlich verbieten und die Hersteller bestrafen. Der Paragraph 131 hat ja bisher überhaupt nicht gewirkt. Und wenn man sogar bei der Spielanleitung dann aufgefordert wird, zunächst erst einmal jemanden zu quälen, und dann kriegt man mehr Punkte, bevor man mit der Kettensäge den Kopf absägt, dann ist das etwas, was ich nicht verstehen kann, dass das überhaupt hergestellt werden muss. Und deshalb muss so etwas auch verboten werden. Die Bundesjustizministerin allerdings sträubt sich beharrlich.
Für sie ist die aktuelle Bundesratsinitiative schlicht überflüssig. Sie glaubt ungerührt an die Wirksamkeit ihres Paragraphen. Lästige Nachfragen. Frau Ministerin, was spricht gegen ein explizites Verbot von Killerspielen, zum Beispiel in einer Ausweitung des Paragraphen 131? Wir haben die Killerspiele in Paragraph 131 verboten. Mir hat noch niemand erklärt, was er besser machen will als das, was im Moment im Strafgesetzbuch steht. Mit dem heutigen Gesetz kommen wir nicht aus, weil die Anwendung des Gesetzes von Staatsanwaltschaft und Gerichten so restriktiv gehandhabt wird, dass es faktisch nicht zu einem Verbot von Killerspielen ausreicht. Das ist die Erfahrung aller Praktiker. Und da hilft mir nichts, wenn die Justizministerin als Privatperson eine andere Meinung hat, sondern wir müssen das Gesetz so fassen, dass es eindeutig ein Verbot virtueller Killerspiele beinhaltet. Übrigens, jeder zweite 15-Jährige in Deutschland hat ein derartiges Killerspiel schon ausprobiert. Bei diesen Spielen ist es wirklich vielfach so, dass man als Ermittlungsbeamter eine gewisse Hilflosigkeit fast fühlt, wenn die gesetzlichen Handhaben einfach nicht ausreichen, gegen derartige Spiele vorzugehen. Sollte es doch irgendwann mal zu einer Verschärfung der Gesetze kommen, haben die Hersteller solcher Computerspiele schon mal angedroht, dann ins Ausland abzuwandern. Na dann.